Als fairer Handel wird ein kontrollierter Handel bezeichnet, bei dem den Erzeugern für die gehandelten Produkte oder Produktbestandteile meist ein von den einzelnen Fairtrade-Organisationen unterschiedlich bestimmter Mindestpreis bezahlt wird. So lautet die Definition. Und in Friedrichshafen konnte man sich jetzt einmal mehr davon überzeugen, wie die Umsetzung in der Praxis aussehen kann. Jeder wäscht seine Hände gerne in Unschuld. Mit den Schattenseiten unseres globalisierten Handels setzt sich die Fairtrade AG des Friedrichshafener Graf-Zeppelin-Gymnasiums hier auf der Bühne auseinander. Die Schule hat es geschafft. Sie ist eine von etwas über 60 Fairtrade-Schulen in Baden-Württemberg und die zweite in der Stadt. Diese darf sich auch die nächsten 2 Jahre Fairtrade-Stadt nennen. Dass sich die Häfler so intensiv mit dem Thema auseinandersetzen, freut den Verein eine Welt e.V. Schließlich setzt man sich dort schon lange mit dem Thema auseinander. Ja, der Verein hat sich aus ganz kleines Pflänzchen in der katholischen Jugendarbeit entstanden, die dann gesagt hat, politisch ist gut, was zu tun, aber wir müssen auch handeln. Und deshalb haben die damals einen Weltladen gegründet, vor 30 Jahren, außer am Stadtrand. Seit 20 Jahren ist der eine Weltladen nun in der Innenstadt zu finden. Aber was heißt das eigentlich, Fair Trade? Naja, also einmal ist es natürlich, man muss hohe, faire Preise an die Produzenten zahlen. Die sind festgelegt oftmals. Dann das Zweite ist, dass man eine Vorfinanzierung zahlt, dass die Bauern außerhalb der Erntezeit schon die Hälfte des Wertes ihrer Ernte sozusagen vorab bekommen. Es ist langfristig angelegt, partnerschaftlich. Also das heißt, man sucht auch nach Fehlern, wenn die entstehen. Und man versucht auch natürlich so wie jetzt hier im Weltladen, dass man auch Bewusstseinsbildung macht, dass man Schulen einlädt, dass man nach außen geht und dass man die Kunden berät. Thomas Heuer ist als Vorstand der Ravensburger DWP EG Fair Handelsgenossenschaft schon seit 1993 in diesem Bereich tätig und stellt fest, das Thema ist mittlerweile längst kein Nischenthema mehr. Alle gesellschaftlichen Gruppen finden Interesse am Fairtrade-Thema. Die einen, weil sie leckere Produkte finden, die anderen sagen, das ist klasse, wir haben hier in der Kommune auch ein Thema, wir kämpfen oder setzen uns ein für soziale Gerechtigkeit, nicht nur hier vor Ort, sondern auch in Übersee. Wir wollen als tolerante, weltoffene Stadt dastehen. Heute stehen aber die Schülerinnen, Schüler und die Ehrenamtlichen im Mittelpunkt. Denn schließlich ist das nur fair. Denn ohne sie gäbe es keine Fairtrade-Schule und keine Fairtrade-Stadt hier am Bodensee.